Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans im Stadion, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen den FCK. Neben mir begrüße ich die beiden Trainer, Kostas Runjajic und Thorsten Fröhling. Der Gästetrainer hat wie immer das erste Wort zum Spiel. Ja, nach zwei Niederlagen war sicherlich klar, dass das Spiel hier nicht einfach sein wird. Es war dann auch so, wie in den letzten Spielen ist es so gekommen. Wir sind in Rückstand geraten, eine Unachtsamkeit, und die Mannschaft musste sich kurz schütteln, hat versucht, weiterhin dann Fußball zu spielen. Es ist nicht immer alles perfekt gewesen, aber sie haben es versucht. Und wir wollten unbedingt in der zweiten Halbzeit diesen Rückstand wieder gut machen, das Spiel drehen. Ja, wir haben es, glaube ich, an den Emotionen dann auch gesehen, wie viel Erleichterung dieses eine Erfolgserlebnis, dass der Schuss von Ruben Jensen, das 1:1, wie viel Erleichterung für alle dieses Gefühl und diese Situation mit sich gebracht hat. Wir haben dann auch weiterhin versucht, nach vorne zu spielen, haben auch sicherlich in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Chance gehabt, um hier in Führung zu gehen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir nehmen diesen Punkt mit und konzentrieren uns auf die nächste Aufgabe. Vielen Dank. Vielen Dank. Trainer, wie hast du das heutige Spiel gesehen? Es klingelt. Also. Ja, hallo. Ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir uns heute, ja, dass wir die Punkte nicht bei uns behalten haben, die drei Punkte. Wir haben endlich unser Tor geschossen, auch wenn es ein schönes Tor war und auch ein bisschen, ja, Sonntagsschuss. Haben nicht geschafft, da richtig nachzulegen. Das heißt, wir hatten noch Möglichkeiten, wo wir wirklich, ich nehme nur das eine Beispiel, wo Chris Schindler von hinten sich da durchtankt, wo er wirklich Adrenalin und man braucht dann ihn nur noch anzuspielen, dann wäre er durch gewesen. Da haben wir dann oft die falsche Entscheidung getroffen. Dass das kein Traumfußball heute wird, das war uns auch klar, weil Kaiserslautern unbedingt auch mit ihrer Qualität die Punkte haben wollte, genauso wie wir. Zweite Halbzeit kann man einfach nur sagen, dass es schade ist, dass der Vollmann gegen den Pfosten schießt. Ich denke mal, das wäre für uns die Erlösung gewesen. Und ja, aber dass eben Kaiserslautern Fußball spielen kann und die Qualität hat, das habe ich schon vor der Saison gesagt. Naivität muss man auch ganz klar sagen, dass wir 4-5 Minuten viel zu passiv waren. Und dann muss man auch mal sich nicht zu schade sein, den Ball auch mal hinten rauszukloppen. Das haben wir ganz klar angesprochen, wo es noch in der ersten Halbzeit war, wo wir ab und zu Hacken gespielt haben, noch hinten in der Pressingzone, wo wir gepresst wurden. Und haben dann eben auch verdient das 1:1 gekriegt. Also das muss man ganz klar sagen, dass die Punkteteilung gerecht ist, aber zufrieden sind wir natürlich nicht damit. Danke. Dankeschön, Trainer. Gibt es Fragen? Matthias Eicher von der Amtszeitung. Thorsten, warum haben wir den Michael Lindl denn erst so spät auf dem Feld gesehen? Wie bitte? Warum haben wir den Michael Lindl denn erst so spät auf dem Feld gesehen? Wir wollten heute, weil wir wussten, das wird heute ein Kampfspiel, ein Spiel auf Kratzen, Beißen, sage ich mal so, auch wenn es heute ein ganz faires Spiel war. Michael ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der den letzten Pass spielen kann, aber wir wollten heute erstmal von der Kompaktheit kommen und dann kam er eben später, weil wir dann immer nochmal gehofft haben, dass da vielleicht nochmal so ein Traumpass oder ein Standard passiert. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Morgen wird um 10 Uhr ausgelaufen und am Montag geht es dann in die Spiel-PK zum Spiel gegen Sandhausen. Vielen Dank.